Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind heute auf der World of Samsung in Frankfurt und wollen euch mal, komm doch nicht so nah ran, Mann, und wollen euch mal die neuesten Geräte von Samsung zeigen, die wir ja ab jetzt auch in unserem Portfolio haben. Und wir hoffen, wir können euch ein, zwei interessante Sachen zeigen, vielleicht auch drei, vier. Und viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Komm hier in Fahrt, ey. Hallo. Alles gut? Hier haben wir den besten Samsung TV, so ist er auch beschrieben. Das ist der neue Neo QLED. Ja, das ist der 85 Zoll hier in der Variante. Den gibt es als 65, 75, 85. Hellstes Display am Markt, also mit dem höchsten Spitzenwert. Und ja, interessant ist bei diesem Display, der hat im Prinzip ein 6.2.4 integriert. Hier unten, das kann man vielleicht nachher mal einblenden, sind Subwoofer-Lautsprecher. Hier oben sind Atmos-Lautsprecher, die gegen die Wand strahlen und reflektieren. Und in Verbindung mit dieser Soundbar haben wir 22 Kanäle. Das hier wären die Rears, wo auch der Rear-Lautsprecher drei Kanäle intus hat. So. Ja. Natürlich, wie immer bei Samsung, mit der Extension Box, in dem Fall jeder Kanal 2. also jedes HDMI, jeder HDMI-Eingang hat 2.1. Nur noch ein, wie immer auch hier bei Samsung, zeigen wir auch gleich, ein One-Connect-Kabel, alle anderen Anschlüsse in der Box und das bei 8K. So, ich denke, das war's zu dem Modell. Jetzt gehen wir mal direkt rüber zu dem neuen OLED. Ja? Besonderheit Quantum Dot OLED, will gar nicht zu technisch werden, aber deutlich bessere Farben, weil wir keinen weißen Dot haben. Auch hier erstmalig in diesem Jahr mit der externen Box, alle Anschlüsse in der externen Box, auch hier ein Kabel zu dieser Box, alle Eingänge mit HDMI 2.1 und dadurch erstmalig ein nur 11 mm dickes Display und zwar overall, das heißt von unten bis oben, nicht mehr diesen breiten OLED-Fuß wie früher, sondern wirklich ganz flach, den können wir ganz flach an die Wand hängen. Hellster OLED am Markt, auch hier wieder, nicht so hell wie drüben, aber hellster OLED, ja, und ab sofort bei uns im Portfolio und in allen Geschäften erhältlich. Den gibt es als 55,65 und jetzt ganz neu als 77. Gab es nie, jetzt gibt es den OLED auch als 77. Eine kleine Anmerkung noch am Rande. Die externe Box, die bei den beiden Top-Modellen, hier ist es ja neu in diesem Jahr, dabei ist, wir haben ein 3-Meter-Kabel. Das bedeutet, wir können die One Connection Box in den Schrank packen, direkt in die Anlage gehen. Ja, wir brauchen nur ein einziges Kabel nach hier, wobei man jetzt ganz wichtig bei den beiden Geräten nur 3 Meter beträgt. Es gibt kein längeres. So, hier noch kurz ein Wort zum Betriebssystem. Hier ist Samsungs bewährtes Tizen. Jeder, der es kennt, wahrscheinlich das beste Betriebssystem im Moment auf dem Markt. Alle Modelle, also so der QLED als auch der OLED, beide Modelle sind natürlich damit ausgestattet. Große, also die haben ja jetzt noch ein entscheidendes Thema, die haben große Prozessoren, das heißt sehr, sehr schnelles Betriebssystem und alle Apps an Bord, die man sich vorstellen kann, sogar jetzt neu, fungieren die als Haussteuerzentrale, wo man die Mikrowellen, Klimaanlagen, sogar bis hin zum Licht kann man alles mit dem Gerät schalten, werden wir später wahrscheinlich noch zeigen, wir hoffen, dass wir da noch hinkommen. So, hier sind wir jetzt noch eben, das hatte ich eben erwähnt, das ist die SmartThings App. Und zwar ist das hier so, wir können, wenn wir, hier gehen sogar Zigbee-Geräte, Philips Hue, IKEA, alle oder einige, ganz, ganz viele, vielleicht blenden wir gleich noch kurz eine Liste ein,
der Gerätschaften, die hier kompatibel sind. Und dann kann ich tatsächlich diese Geräte in meinem Fernseher direkt mit meiner Fernsehfernbedienung steuern. Und es kommen halt auch Meldungen. Ich zeige das mal ganz kurz. Hier gibt es einen Feuchtigkeitssensor, den ich mir ins Badezimmer legen kann, wenn meine Waschmaschine ausläuft oder meine Badewanne. Und jetzt sieht man dann auf dem Fernseher, kommt dann da oben, sollte jetzt eine Meldung kommen, da war sie. So, jetzt sagt der Leck erkannt und dann sehe ich das direkt im Film. Ja, und genauso ist es mit Ring, kann ich die Klingel installieren, integrieren, ich klingle und auf meinem Fernsehbild sehe ich, wer klingelt und kann sofort öffnen oder sprechen. Das ist die SmartThings von Samsung und es ist wirklich eine coole Sache. Ich kann in meinem Handy Aktivitäten einstellen, das heißt, wenn ich das Haus betrete oder wenn ich gehe, kann ich Automationen einsetzen, wie Licht an, Rollladen hoch, alles Mögliche kann ich mit dem Handy. Dafür braucht man einen sogenannten SmartThings Hub und das ist in dem Fall der Fernseher mit Tizen. Ja, das war's. Ihnen alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns in Aachen oder wo auch immer. Bye, bye. So, komm.